Mit dem eigenen Verhalten Kindern achtsam gegenübertreten, sie frei entfalten und entwickeln lassen, so wie es für sie am besten ist. Nach dieser Philosophie gründete Claudia Rüder gemeinsam mit dem Kinderschutzbund Kamenz das Projekt Kinder unserer Heimat. Doch wie kam es zu der Umsetzung, dabei zu unterstützen, dieses Bewusstsein zu wecken? Genau, während der Corona-Pandemie sind mir viele Sachen aufgefallen, die im Umgang mit unseren Kindern ja noch nach alten Mustern verlaufen. Und ich als Mama habe das dann selber mal überdacht und darüber nachgedacht, wie ich als Mama denn mein Kind erziehen möchte, und habe dann festgestellt, dass es da mal einer Neuauflage bedarf, und habe dann mit dem Kinderschutzbund in Kamenz zusammen ein Projekt auf die Beine gestellt. Das nennt sich Kinder unserer Heimat und soll Erwachsene wieder achtsamer im Umgang mit unseren Kindern machen. Also nicht nur Eltern, sondern auch Großeltern, Erzieher, Lehrer und jeder, der mit Kindern in Kontakt kommt. Erwachsene im Umgang mit Kindern sensibilisieren und Empfindungen wahrnehmen. So die Botschaft. Dass die Mamas und Papas auch einfach mehr auf ihr Gefühl hören, ne? Wenn die merken, also irgendwie habe ich das Gefühl, das tut meinem Kind wirklich nie gut, aber Erzieher A und B sagen das anders, dann hört doch auf euer Gefühl, liebe Eltern. Nehmt das Kind dort raus, holt sie aus dem Stress raus. Vielleicht ist das kein Kind für die große Bühne, vielleicht ist das ein Kind für den Hintergrund. Nach Alternativen suchen. Genau, nach Alternativen suchen, einfach sagen, das ist in Ordnung. Mein Gefühl ist richtig und mein Gefühl ist auch richtig für mein Kind. Also unser großes übergeordnetes Ziel ist einfach, dass wir als Erwachsene uns mehr bewusst werden, dass wir eine Vorbildfunktion haben. Man sagt das immer so leicht daher, aber Kinder übernehmen alle Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen. Sachen, die wir sagen, die übernehmen Sachen, die wir tun, und die übernehmen vor allem auch unsere Problemlösung. Also wie gehen wir selber mit Problemen um, wie gehen wir selber mit Konflikten um und wie gehen wir selber mit unseren Mitmenschen um. Derzeit umfasst das Projekt 5 Mitglieder, die sich mit viel Liebe und Herzblut für den Kinderschutz einsetzen und engagieren. Mit selbstgestalteten Karten soll noch einmal mehr auf Situationen und Verhalten gegenüber den Kleinen aufmerksam gemacht werden. Und da das Projekt wachsen soll, bedarf es tatkräftiger Unterstützung. Wir haben eine wunderschöne Internetseite, wo ihr ganz viel über uns schon lesen könnt. Da sind unsere Materialien vorgestellt, da sind wir als Projektteam vorgestellt. Wir haben da auch ein Kontaktformular drin, das heißt, ihr könnt uns da einfach eine Nachricht schicken. Wenn ihr Interesse an den Postkarten habt, dann machen wir euch einen Brief fertig. Wenn ihr Interesse an den Plakaten habt oder auch einem Beutel, da haben wir auch ein paar schön gestaltete Sachen, dass ihr uns einfach eine Nachricht schickt. Wir senden euch ein Paket zu. Noch lieber wäre es uns natürlich, wenn wir uns treffen würden. Das heißt, wir können uns auch privat mal zusammensetzen, stellen euch auch unser Projekt nochmal vor. Und wer Lust hat, kann dann auch sehr gerne als Projektmitglied mitwirken. Kinder unserer Heimat. Ein Projekt, das mit Bewusstsein eine bessere Welt für alle Kinder schaffen soll. Ein Konzept, das Hoffnung macht.